Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Avorion Trade. Wir haben weiterhin Kopfgeldjäger bei uns unterwegs hier. Aber die Trivitis, die schafft das wohl ganz gut. Und ich schicke jetzt die Abwrackente dahin. So, über sicheren Weg. Abwracken und dann. Raffinieren, bitte. Das war's. Irgendwo ging er jetzt auf dem Frachtschiff kaputt. Das war hier. Liegen da Güter rum, sammle ich die auf und verkaufe die weiter. Na, fliegt so nix rum. Das war auch nicht das Frachtschiff, da vorne ist das Frachtschiff. Ah. Fliegen da Güter rum? Ja, fliegen Güter rum. Machen wir mal einmal Aluminium. Würde ich direkt mal so zu so einem Fox fliegen, ne? Meine Schmuggler. Und hier die Triefrachter. Der soll erstmal eine Werft anfliegen. Wo ist denn hier irgendwo? Da ist eine Schiffswerft. Das ist doch gut. Schmugglerware einfach direkt verkaufen. Das ist sowieso das Beste. Ich habe nicht mal ein Handelsschiff eingestellt. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber das mache ich gleich, ganz in Ruhe. Schicke ich die Trivitis wieder dahin und sage, soll Feinde angreifen. Oder ach, ich muss da ja gar nicht bleiben. Ich muss einfach nur wissen, wo was verkauft wird. Ach, mal verkaufen ein bisschen was. Kleines Geld.
Ist unser Handelsschiff schon da? Gut, das ist eine Zinkmine. Ich muss mal eben kurz meine Navorion-Tabelle für alle Sachen haben. Zink wird verkauft. Arzneiwarenfabrik, Leitfabrik und Solarzellenfabrik wird verkauft. Ich muss halt nur warten. Bis er halt da ist. Aber wir können schon mal Arznei markieren. Da einmal. Da einmal. Und da einmal. So schön. So, gleich da. Bevor hier weitere Leute auftauchen, sage ich hier F, Befehle, Feinde angreifen. Feinde angreifen. So, ist er da? Nee. Zani-Schiff ist da. Trini ist da. Alumine. Edelstahl Gold, Goldi. Komm, spring noch. Ach, du bist schon gesprungen, gut. Stopp. Kaufe Güter. Zink. Menge machen wir mal. 3000. Beliebig kaufen. Dann fliegst du einmal, zweimal, dreimal. Güter verkaufen. So. Zink. Verkaufen. Beliebig. Und da das jetzt zweimal ist, zwei Stationen, müssen wir Güter kaufen. 3000. Kaufen. Bringen wir mal einen kleinen Umweg. Güter verkaufen. Bis null verkaufen. Bis null Einheiten.
fliegen wir nochmal dieselbe Route zurück. Güter kaufen, Zink. 3000. Jetzt machen wir eine längere Route. Hier hin und da verkaufen wir wieder. Beliebig. Und da kaufen wir wieder. 3000 kaufen. Dann fliegen wir wieder weiter. Und da verkaufen wir wieder. Dann fliegen wir wieder hier hin, dann kaufen wir wieder. Für hier vorne wieder, ne? Kaufe Zink wieder, dann wieder zurückfliegen. Kann man wieder kaufen. 3000. Jetzt suchen wir keine Arznei, sondern Leiter. Haben wir irgendwo eine Leiterfabrik in der Nähe? Da hinten haben wir Leiterfabriken. Mit dem Wurm noch hin. Durch ein Wurmloch. Hier hin. Wieder verkaufen. Beliebig. Fliegen wir so wieder zurück. Wieder kaufen. 3000. Bis Wurm noch dahin. Halbleiterfabrik und da Leiterfabrik. Wieder zurück. Güter kaufen. 3000. Wieder hierhin. Und dahin. Wieder verkaufen. Und da kaufen wir dann einmal Gold richtig auf. Gold. Wir auch einmal schön 1500. Müssen wir kurz auf meine Liste gucken wegen Gold. Leiterfabrik. Wieder verkaufen. Wieder kaufen. Mal 3000, 2000.
Güter verkaufen. Beliebig? Nein. Verkaufen. Gold. Verkaufen. Dann einmal hier. Güter kaufen. Gold. Auch 1000. Kaufen. Dahin. Dahin. Dann Gold. Hier verkaufen. Dann fliegst du dahin. 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 Dann machst du eine ewige Schleife. So, jetzt ist die Sache. Schiffe, ne? Ich habe ihn gerade gelöscht. Ah, ich habe ihn gelöscht. Ah, nicht schlimm. So kann ich mal reingehen und gucken, wie schwer das ist. Ah, da hat auch irgendwas nicht funktioniert. Der ist ja auch nicht weitergeflogen. War das Schiff schon voll oder was? Das glaube ich nicht. Oh. So, wie Inventar. Wie groß ist denn eigentlich Zink? Blumen 1. Ja, das ist doch schön. Nichts drin, oder was? Ist nichts drin. Ein Wunder, dass das nicht geht. Upgraden, upgraden, upgraden. Piraten greifen den Sektor an. Ja, natürlich. Die Trivites soll jetzt wieder ganz schnell hier hinkommen. Trivites. Und Feinde angreifen. Der Zink wird nicht so schnell produziert, glaube ich. Der Trivides müsste ja jedem Moment hier auftauchen. Das Problem wieder regeln.
Komm, Trividis, wo bist du? Wir brauchen dich. Trividis ist da. So, die Handelsroute muss ich ja gleich neu aufbauen. Das mache ich gleich anders. Das war jetzt nicht, dass zu wenig Frachtraum war, sondern tatsächlich zu wenig Zink da war. Das heißt, werde ich den Händler ein bisschen anders machen. So abwechseln mit Gold und Zink und allem drum und dran. Das läuft dann schon. Würde ich mal sagen, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Schrank.